Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do It Yourself Inspiration und zu einem neuen Challenge-Video. Dieses Mal ja zum Thema Blumenhaul. Alles unter 5 Euro und ihr seht hier schon meinen Blumeneinkauf. Ich habe Stoffblumen gekauft und zwar 2x3 Blumen, die waren zusammengebunden und hatten einen Preis zusammen. Die haben jeweils 2,50 Euro gekostet. Also ganz praktisch. 2 Stück, 5 Euro. Und ich finde die wirklich richtig schön. Die erinnern mich am meisten an Pfingstrosen. Ich denke mal, es sollen auch Pfingstrosen sein. Und ich finde, die sehen auch von der Qualität her sehr, sehr gut aus für Stoffblumen. Hier jeweils zusammengebunden. Und ich werde sie jetzt erstmal auseinandernehmen. Ihr seht, zweimal genau die gleichen Blumen. Und ich habe auch ein kleines Do-it-yourself für euch vorbereitet. Ich werde daraus eine Blumenkrone basteln. Ich habe hier jetzt die 6 einzelnen Blumen liegen und hier einen ganz einfachen dünnen Haarreifen. Und das ganz Praktische hierbei ist, meine Blumen sind unten aus Draht und lassen sich hier also komplett flexibel biegen. Ich brauche also weder Draht noch Faden oder Klebe, um das Ganze zu befestigen. Ich kann einfach mit einer Blume starten und die hier um den Haarreifen einfach herumwickeln. Und hier natürlich dann auch noch die Richtung der Blume selbst variieren. Und das wird dann nicht getragen wie ein normaler Haarreif, also mitten auf dem Kopf, sondern eher weiter vorne wie ein Diadem. Dann nehme ich jetzt mal eine von den großen. Und dann die zweite schöne große hier wieder nehmen. Die zweite große mache ich dann etwas versetzt hier neben. Und dann habe ich hier noch die beiden kleinen, die verteile ich noch am Rand. So sieht dann die Blumenkrone bzw. das Blumendiadem schlussendlich aus. Und natürlich mit der richtigen Frisur dazu, damit man hier auch die Ränder und so nicht mehr sieht, ist das Ganze wirklich ein super schöner Haarschmuck. Besonders für den Sommer, vielleicht für die eine oder andere Party oder fürs Festival ist das Ganze sehr, sehr cool, finde ich. Und ja, einfach eine schöne, einfache Sache, die man schön mit Stoffblumen machen kann. Und natürlich kann man sie auch für viele andere schöne Sachen benutzen. Man kann Geschenke damit dekorieren oder schöne Blumengestecke machen oder auch eine Blumengirlande. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere schöne Idee. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben.